Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserer kleinen Psychiatriestunde The Darkness 2, der zweite Part. Wir sind der große Don gewesen, zumindest im ersten Part noch. Wir wurden dort überrascht in unserem kleinen Restaurant und durch die U-Bahn wurden wir getrieben und dort wurden wir überfahren. Und jetzt finden wir uns hier in dieser Psychiatrie, oder? Was auch immer das ist, wieder. Und ich habe keinen Dunst, wie wir hierher kommen. Ah, das ist der Erzähler. Der hat uns den ersten Teil noch mal ein bisschen näher gekriegt. Das ist doch Johnny! Hey, Johnny! Johnny Powell? Was hast du hier verloren? Und wo zum Teufel sind wir? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Johnny. Hallo. Tony! Tony, was ist passiert? Hast du die Typen gefunden, die uns ermorden wollten? Manchmal erkenne ich den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht. Ach Gott, wo bin ich hier? Ich muss hier irgendwie raus. Ich mag Trauben. Und? Was ist das? Ich mag keine Bohnen, aber ich mag Erdbeeren. Würdest du Trauben eher als Obst oder Gemüse interpretieren? Obst. Kennen wir uns? Siehst du, also er weiß schon, dass das... Dass es mir besser geht. Ja. Er weiß also definitiv, dass es Obst ist. Also er hat uns belogen. Du bist der Todbringer. Was war das für eine Scheiße? Ziele, triff dich mit Tony. Sag mal, kann das sein, dass wir eigentlich in der Psychiatrie sind und wir uns das einbilden, weil die Charaktere kennen wir ja in irgendeiner Form? Jackie, hier da ist er, Tony. Das ist doch der von eben. Fat Tony. Wir dachten, du wärst tot. Was ist da passiert? Keine Ahnung, ich habe gerade mit einem anderen Ich geredet über Obst und Gemüse. Ich habe mich um alles gekümmert. Wie immer. Was ist denn hier los, Tony? Wenn ich das nur wüsste, Boss. Wir müssen hier verschwinden. Du nimmst deine Limo, ich fahr bei Winnie mit. Er hat ein paar Rippen angeknackst, aber ist okay. Also, um genau zu sein, ich weiß jetzt nicht, ob er mit Limo das Getränk meint oder das Fahrzeug und mit Rippchen. Das erste Mal, wenn du die Finsternis benutzt. Ihr versteht schon. Erschreckt sie dich. Aber hast du sie erst gekostet? Willst du immer mehr? Du denkst an nichts anderes. Wie gesagt, sie verschlingt dich. Jede Sekunde an jedem Tag in den letzten 2 Jahren habe ich mich kontrolliert. Ich biss die Zähne zusammen und hielt sie begraben. Jetzt ist sie zurück. Ich kann fühlen, was sie mit mir macht. Tja, die Nummer mit den Zwillingen lief wohl nicht ganz wie erhofft. Schön, dass alles klar ist, Benny. Hast du eine Ahnung, wer das war? Weiß nicht, habe einen merkwürdigen Kerl gesehen. Hat gehumpelt. Das war irre. Eine Minute ist er da, die nächste ist der Scheißtyp einfach weg. Ich weiß nicht, ich hab mir wohl den Kopf gestoßen oder so. Jimmy hat eine Spur zu den Jungs, die uns überfallen haben. Gut, ich zieh mich um. Diese Arschlöcher haben meinen Anzug ruiniert. Sag Jimmy, er soll in mein Büro kommen. Ja, sicher, was immer du brauchst, Jackie. Ich sag euch, es ist doch zu offensichtlich, aber es wär zu offensichtlich. Wenn wir jetzt wirklich in der Klapse hocken und die ganzen Charaktere, die hier sind, das sind eigentlich irgendwie... Psychos, die mit in der Klappe hocken. Wir bilden uns das eigentlich nur ein. Er ist ja so der wortkarge Schief. Hallo? Die Haushälterin, die hat keinen Namen. Die hat nur den Namen Haushälterin. Ich möchte den Schlüssel nehmen. Das ist absolut geil, was hier rumliegt. Du kapierst es nicht. Hallo? Auf dem Wasser. Du hast wohl noch einen Anzug ruiniert. Ich werde auch nicht jünger. Ist das Blut auf deinem Hemd? Wieso duzt die mich? Du solltest besser auf dich aufpassen, Jackie. Du siehst schrecklich aus. Alter, guck dich mal an. So frech. Seien Sie vorsichtig. Da geht's auf einmal mit Sie weiter. Oh, hier schönes. Eddie und Frank. Die Herren. Jackie, wie geht's dir? Ich bin Blenden. Sauer, Jungs. Wir finden diese Arschlöcher. Jimmy die Traube hat schon was herausgefunden. Jimmy die Traube. Alles. Er ist eine verdammte Enzyklopädie. Enzyklopädie? Du redest, als hättest du in deinem Leben schon mal ein Buch aufgeschlagen. Dieser Penner.
Wenn er nicht mit meiner Schwester verheiratet wäre, würde ich die beiden zur Strafe einander nochmal vorstellen. Du redest Scheiße, aber ich weiß, dass du am Sonntag zum Abendessen auftauchst. Hey, Jackie, sag nur ein Wort und wir sind bereits im Abmarsch. Wir haben alles im Griff, Boss. Vielen Dank, Jungs. Mach die Gläser leer. Das wird eine lange Nacht. Genau, erstmal schön tanken, weißt du, und dann sich mit den Bösen zanken. Dein Problem ist, dass du nie verliebt warst, Arschnase. Geil, schön eigentlich, ne? Also man muss ja sagen, wenn man so in seiner eigenen Welt auch im Kopf lebt, und das sieht so aus, warum nicht? So, Ziele anzeigen. Geh nach oben in Jackies Schlafzimmer, na warte doch erstmal. Warte doch erstmal, wir gucken uns erstmal hier schön an, wo Jackie wohnt. Warum geht er überhaupt in dieses hässliche Restaurant? Total irre. Du meinst, der Boss ist durchgedreht? Warst du nicht? Was hast du gesagt? Oh hey, Jackie, siehst gut aus, Boss. Von dir kann ich das Jackie, nicht sagen. Sag uns, was Giorgio. Haltet den Rand. Wer ist das? Alfred. Mr. Higgins. Vielleicht können Sie noch mal mit Dolfo reden. Die Nachbarn haben sich wieder beschwert. Hat er wieder so laut aus seinem Fenster rausgeschossen auf die Straße, oder was, dieser Junge? Ich frage mich, wer so etwas tun würde. Ich bin so froh, dass Sie noch leben, Sir. Mr. Higgins. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Ein schönes Anwesen hier. Obwohl mir das irgendwie so bekannt vorkommt. Ist das nicht das Anwesen am Ende vom ersten Teil? Das war doch auch so eine riesige Villa. Ich meine, klar, das war hier nicht mitten in der Stadt. Das war nicht so hoch gelegen, aber das könnte natürlich alles in Form seiner Einbildung stattfinden. Ey, ich bin fast überzeugt, das ist doch einfach zu klar, oder? Dieses Psycho-Gedingse. Ah, da kommt dieser schwarze Rauch und zeigt mir an, wo ich lang muss. Fat Tony! Und nun ist es Zeit für Nachrichten und Wettervorhersagen. Na, wir hören mal, was es so für schöne Wettervorhersagen gibt. Mama Lucchesis, beliebtes Restaurant und Nachtclub, wurde heute Tatort einer Explosion und eines Feuergefechts. Die Details sind zur Stunde noch dürftig. Aha, das waren wir. So, was haben wir hier? Freezer Handle. Alles klar. Sowas finde ich ja absolut geil, wenn man hier einfach so ein bisschen rumlatschen kann. Oh, und Spiegel. Und guckt da richtig nach oben und unten? Na, oben und unten nicht, aber rechts und links funktioniert auf jeden Fall. Spiegelbild ist sehr geil gemacht. Okay, das ist der Anfang, da muss ich hoch. Jetzt gucken wir noch in den letzten Raum. Boah, ist alles klar? Jemand zahlt für diese Scheiße. Auf jeden Fall, Vinny. Die gute Nachricht ist, dass du die alte Jackie-Magie wieder hast. Auf jeden Fall. So, das ist anscheinend News Watch 6. Das ist die Explosion eben. Also, aus dem ersten Teil, aus dem ersten Part von Teil 2. Ihr habt's nicht gesehen, sofort rückschalten und den ersten Part erstmal gucken. So, jetzt wollen wir ja mal langsam gucken, dass wir hier dem Übel auf den Grund gehen. So, wo muss ich denn lang? Das ist aber auch... dahin. Haben wir hier? Dass er es zurückbekommen hat, was? Was meinst du? Kennst du den Ausdruck, leg dich mit dem Bullen an und du bekommst die Hörner ab? Genau so ist es. Ich habe meine Macht wieder. Die Dunkelheit wächst mir wieder aus dem Rücken. Wasserhahn aufdrehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich da wirklich Wasser ansammelt. Es sammelt sich wirklich Wasser an, seht ihr das? Oder? Aber es fließt gleich wieder ab. Schade. Ich hätte mich da ja gerne jetzt reingehockt. Überlegt mal, ihr würdet so wohnen. Das wäre doch der Hammer. Ein bisschen Wasserverschwendung vielleicht, dass das hier so runterläuft. Ja, wir trauern natürlich immer noch nach, ne? Aber einen sozialen Aufstieg haben wir, denke ich, schon gemacht. Ich habe dich heute wieder gesehen. In der Gasse. Unten auf den Gleisen. Ich sehe dich immer noch. Überall. Du quälst dich mit ihrem Andenken, Jackie. Tante Sarah! Ja, hallo! Ja, Großmütterchen! Jenny hätte das niemals gewollt. Es macht mir Angst, dass du wie dein Vater Carlo bist. Und mir macht es Angst, dass du deine Lippen bewegst, obwohl du manchmal gar nicht sprichst. Es geht mir gut. Und andersrum. Wie oft muss ich es dir sagen? Du bist ein schrecklicher Lügner, Jackie. Manchmal denke ich, ich sehe sie und es ist, als wäre sie noch da. Aber das ist sie nicht, Jackie. Du hast Jenny vor 2 Jahren beerdigt. Ich weiß.
Hör zu, Tante Sarah, danke für deine Fürsorge, aber mir geht's gut. Ich habe einfach viel um die Ohren, das ist alles. Na schön. Solltest du jemals den Mut finden, wirklich über alles zu reden, komm in mein Zimmer. Okay, diskutieren wir weiter oder... Nein, ich brauche einfach ein bisschen Pause, ein bisschen Abstand. Hör auf mich zu löchern, okay? Ach, Tante Sarah, sie kümmert sich doch immer so gut um mich. So, gib mir eine Knarre, gib mir einen Gegner und meine Tentakelarme und dann geht's los. Aber erstmal trinke ich den Champagner hier leer. Da ist Champagner, aber da ist Rotwein drin. Oh, oh, wir trinken immer ein bisschen durcheinander. Der Schmerz. Oh, meine gute alte Lederjacke aus dem ersten Teil. Hammer. So, natürlich, ne? Wir leben alleine, da braucht man so ein kleines Bett. Auch hier Käffchen und immer der Champagner. Und natürlich immer die genüssliche Kippe noch am Abend. So, was muss ich denn jetzt machen? Also, stattliches Domizil hier, ne? New York, wir haben fast das höchste Gebäude. Ist auch ein bisschen ungünstig, nicht das allerhöchste zu haben. Denn wenn da drüben, wenn das ein Hotel ist, die glotzen uns natürlich hier alle direkt ins Schlafzimmer rein. Aber meine Jungs, die werden dafür sorgen, dass es keine Zeugen gibt. So. Okay, wir haben die Kerze angezündet. Wir verlassen das Zimmer. Hier hört einer Mucke. Leo. Butcher. Leo. Hey, Boss. Wir haben gerade über dich gesprochen. Schön, dass du deine Mojo zurück hast. Schicken wir den Pennern, die sich mit uns anlegen wollen, eine Nachricht. Das sehe ich auch so. Wir sind bereit, wenn du uns brauchst, Boss. Okay, sind alle bereit. Ich bin eigentlich auch bereit. Aber die Frage ist, wie kann ich euch sagen, dass wir alle bereit sind? Wenn wir alle bereit sind, können wir doch jetzt los. Lasst uns loslegen, Vergeltung üben. Das Blut und die Eingeweide der Gegner an den Wänden verschmieren. Rede mit Vinnie. Hey Boss, was geht ab? Hi Vinnie. Du musst jemanden für mich finden. Johnny Powell. Er lebt unten an der Queensboro Bridge. Finde ihn und bring ihn hierher. Johnny Powell? Hey, war das nicht der Typ, der dir mit deinem Mojo geholfen hat? Das war echt schräg. Was ist eigentlich aus dem Kerl geworden? Spielt keine Rolle. Ich brauche ihn zurück. Bring ihn auf einen Besuch vorbei. Und hey, du brauchst nicht nett zu ihm zu sein. Wie du meinst, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um ihn zu holen. Oh, Jimmy wartet in deinem Büro. Er hat Hinweise auf die Kerle, die uns heute Nacht angegriffen haben. Danke, Vinnie. Jederzeit, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um diesen Johnny Powell aufzugabeln. Sag Bescheid, wenn du sonst noch was brauchst. Mach ich. Vinnie! Wie läuft's, Vinnie? Jackie? Mach bitte deine Fliege zu. Das sieht unmöglich aus. Vinnie, Fliege zu und dann Abmarsch. So. Noch nichts von dem Kerl an der Hintertür zu hören, Jackie. Alter, an meiner Hintertür muss erstmal wer klopfen. Oh, was macht denn hier schön? Die Offenbarung, ein Relikt aus selbst vergangener Zeit. Och, Sarah, du hast dich wieder hier in meinem Schlafzimmer breit gemacht. Das ist nämlich eigentlich mein. Ich wollte es euch eigentlich nicht zeigen, aber das ist eigentlich mein Schlafzimmer. Und da, wo wir eben waren und haben die Kerze angezündet, sieh das mal, ist ihr. Mensch artikulieren kann. Meine Güte, ich habe aber wieder volles Haar heute. Jackie, und? Willst du reden oder was? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, Sarah. Solange ich noch jung bin. Ja, nein. Wie geht's dir, Boss? Vinnie, Fliege zu und Abmarsch. So, mit wem muss ich mit der Olga da? Nee. Wo muss ich hin? Da hinten. Ah, meine Wohnung ist wieder viel zu groß. Wieder verlaufen. Wer zur Hölle ist der Typ? Und wo habe ich meine Waffe versteckt, falls irgendwas in die Hose geht? Jimmy, die Traube. Jackie. Schön, dich in einem Stück zu sehen. Vinnie sagt, du hast Informationen für mich. Die Sache im Restaurant. Ich habe gerade von Emilio Campese gehört, dass jemand unser Lagerhaus am Hafen in Brand gesteckt hat. Und Freddy sagt, dass zwei unserer Jungs vor Ginos Feinkost heute Nacht erschossen worden sind. Jemand plant eine Übernahme.
Wer auch immer das getan hat, er ist tot. Hörst du, Jimmy? Das ist der Jackie Estacado, den ich kenne. Vinny sagte mir, du hättest dein Mojo heute Nacht zurückbekommen. Wurde auch langsam Zeit. Erzähl mir, was du weißt. Einer der Kellner hat einen der Typen erkannt, die heute Nacht im Restaurant waren. Einen Kerl namens Swifty. Swifty? Hab schon von dem Scheißer gehört. Leitet eine Pokerrunde in einem Billardsalon auf der 73. Bin ihm noch nie begegnet, aber jetzt bin ich eindeutig dazu bereit. Vinny trommelt ein paar der Jungs zusammen. Lass uns wissen, wenn du bereit bist. Verlasse das Anwesen, endlich. Endlich. Wir können allen sagen, dass wir bereit sind. Vinny! Jackie, sag Bescheid, wenn's losgehen kann. Ey, ich bin bereit, aber du mit deiner Fliege nicht. Gott verdammt nochmal. Reiß dich zusammen. Kann uns doch nicht lächerlich machen. Hey Jackie, sollen wir diesem Arschloch Swift einen Besuch abstatten? Auf jeden Fall. Dann los. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Richtig so, Boss. Auf geht's. Es wird Zeit. Rein da, ich drück bestimmt nicht den Knopf. Gehen wir an die Arbeit. Sehr geil. Okay. Sehr, sehr schön. Willst du was Witziges hören? Als Kind hatte ich eine scheiß Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte das Gefühl, da draußen wäre etwas. In den Schatten. Das wartet. Tante Sarah sagte immer, ich sei clever. Sie sagte zu mir, Jackie, entweder kontrollierst du deine Ängste oder sie kontrollieren dich. Und ich wollte sie kontrollieren, glaub mir. Ich hab's versucht. Aber jede Nacht lag ich da, unter der Decke und versuchte mich zu überzeugen, dass das, was da draußen war, nicht existierte. Zum Glück ist der Scheiß vorbei, ha? Huh? Hey, Jackie ist hier. Hey Jackie, kannst du mir mal helfen? Der Arzt sagt, ich soll nichts Schweres heben. Na, dann solltest du ja gerade kein Problem haben, Kumpel. Hey Jackie, bist du bereit für deine Show? Schubst mich einfach in die richtige Richtung, Jimmy. Swifty war in dem Restaurant, bevor alles passiert ist. Er führt eine exklusive Pokerrunde in einem Billardsalon um die Ecke. Mir nach. Das ist Swifties Nachbarschaft, Jackie. Wir haben hier nicht viele Freunde. Und diese Kerle da drin bei Swifty, die sind auch nicht gerade freundlich. Gut, meine Stimmung ist nämlich besonders unfreundlich. Sagt Vinny, die Jungs sollen alle Ausgänge abriegeln. Keiner verschwindet hier lebendig, bevor ich ein paar Antworten habe. So ist gut, Jackie. Jackie, da bist du ja. Oh, hey, hi, Jackie. Das sind schöne Schuhe. Sind das Bellutis? Arschkriecher. Okay, du lausiger Penner. Hör auf zu reden und zeig mir, was du drauf hast. Ich kann das nicht mehr tun. Das ist die ganze Nacht. Doch, wow. Thank you.
Was sollen wir tun? Ziel auf deine Hände, deine Waffe auf. Ziel auf deine Hände. Fest und feuert so lange weiter, bis nur noch ein Fleischklumpen übrig bleibt. Fick dich, Jackie! Zum Teufel hat dich engagiert, Swifty. Du siehst nicht schlau genug für so eine Aktion aus. Leck mich, du warst schwach, ich habe es ausgenutzt. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst, Flachwichser. Wir brauchen mehr als nur Kugeln, um das Ding zu erledigen. Keine Sorge, Jackie. Ich finde irgendwas. Pass auf, Jackie! Oh, Äffchen! Ich hab ein paar Propagandas gefunden! Äffchen!
beschissenes Arschloch! Ich stecke fest! Ich stecke fest! Okay, wir sind wieder im Geschäft! Krass, Leute, ich bin die ganze Zeit weg gewesen, oder? Aber deswegen überhaupt kein Problem. Ich habe mich gerade ausgeblendet. Aber dadurch habt ihr schon mal gesehen, dass ich es nicht hingekriegt habe. Jetzt aber. So. Hä, aber was kann ich dagegen machen? Der trifft mich ja immer damit. So, die ich nehme mit, weil es schmeckt. Ich stecke fest, ich stecke fest. Warte, ich helfe dir. Fick dich, Estacado. So leicht kriegst du mich nicht. Los hier, hol mal die nächsten ran. Alter, ja, der kann doch mitten im Schwenken umlenken, oder was? Schmecken! Zack. Oh, das war gerade mehr Glück als Verstand. Durch die Kill-Animation konnte er mich nicht treffen. Hey, runter mit dem Schädel. So. Hey, mein Bester. Ich brauch die... Ah, da hinten. So, zack, gleich wieder die verlorene Energie reinholen. Ja, Leute, wir spielen es aber auch schwer. Also ich werde sowieso des Öfteren sterben. Boah, was willst du da machen? So, wo ist er? Ah, da hinten. Nimm es. Fick dich, Estacado. So leicht kriegst du mich nicht. Und ab. So. Alter, jetzt benutzt er Licht. Aua. Scheiße. Einmal bitte zum Mitnehmen. Schleck und weg. Und der nächste. Komm her. So, wo ist denn der Johnny da? Ah, der leuchtet mich an. Du Sack. Scheiße. Da ist er. Komm her. Komm her, komm her. Gib's mir. Bitteschön. Okay, noch einmal, dann haben wir ihn. Ich brauche eigentlich mal wieder ein kleines Herz, oder? Sehr gut. Irgendwo in der Mitte steht, glaube ich, noch einer. Ah, seiner dreckigen Funzel. Ei. Und jetzt war's das.
Warte mal, wir laden erstmal unsere Energie noch komplett auf. Nicht, dass der hier noch irgendeinen Zinnober macht. Wo ist der? Der ist abgehauen. Dieser alte Lurch. Oh, Black Betty höre ich doch da. Hey, Rattengesicht, wo warst du so lange? Jenny? Hast du auf eine andere Freundin gewartet? Komm, setz dich zu mir. Ich würde dir ein Bier ausgeben, aber vor morgen wäre das verboten. Das ist doch hier wieder irgendeine Erinnerung, oder? Wir können dann hier durchrennen und sind ja... Naja, vielleicht sind wir doch in dem Restaurant. Und wir waren einst mal mit ihr hier, das kann natürlich sein. Mal sagen, ich biete dir einfach mal Bierchen an, indem ich hier hinten gehe. Ne, geht nicht. Willst du dich einen Moment zu mir setzen? Ach so, ja, natürlich, na klar. Auf jeden Fall. Ich verliere meinen Scheißverstand. Ich habe Giancarlo gefragt, ob ich an deinem Geburtstag frei bekomme. Er wollte mir erst blöd kommen, aber mein Bambi-Blick hat ihn total umgehauen. Er will dir sogar einen Kuchen backen. Ich dachte, du könntest vielleicht in meine neue Wohnung kommen und wir könnten uns einen Film ansehen. Die Szene hatten wir im ersten Teil. Erde an Jackie. Geht's dir gut? Jenny, passiert das wirklich? Ja, du und ich, jung und verliebt. Sieh's ein, du hast wirklich Glück. Oh, ich liebe dieses Lied. Tanz mit mir, Jackie. Komm schon, Schläger. Du kannst das. Es passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Ich weiß nicht, was das hier ist. Es ist mir auch scheißegal. Ich denke jeden Tag an dich, Jenny. Jede Sekunde an jedem Tag. Du bist so lieb, Jackie. Habe ich dir das je gesagt? Du spielst den harten Typen. Aber tief in dir schlägt ein weiches Herz, weißt du das? Was mit dir geschehen ist, war meine Schuld, Jenny. Shh. Hör dir das Lied an. Hör auf die Worte. Ist das nicht wundervoll? Ich wünschte, ich könnte alles ändern. Ich wünschte, du würdest leben. Ich sollte eigentlich tot sein. Jackie, wir sind nun zusammen. Das ist alles, was zählt. Ich erinnere mich immer noch an unsere erste Begegnung. Weißt du noch? Die anderen Kinder haben mich geärgert. Nur du nicht. Du warst mein einziger Freund. Du hast mich gerettet, Jenny. Und ich habe dich sterben lassen. Nein, nein, nein. Giancarlo kommt erst in einer Stunde zurück. Wieso kommst du nicht rüber für einen Moment? Wie wär's mit einem Muffin? Es wird irgendwas Schlimmes passieren, oder? Lass mich allein! Du bist allein, Jackie. Naja, es war klar, dass wir einst mal mit ihr hier waren. Und diese Geburtstagsszene, genau die spielt man dann, glaube ich, sogar nach. Beziehungsweise, da setzt man sich zu ihr auf die Couch im ersten Teil.
Okay, Leute, aber das soll es für den zweiten Part gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Action-Szenen finde ich richtig klasse. Und mit der Story, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das gehen soll. Der Bosskampf war auf jeden Fall schon ziemlich interessant. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder zurück bei The Darkness 2.